Der Schriftsteller Philip K. Dick verließ nur ein einziges Mal Nordamerika. 1977 reiste er zu einer Konferenz in Frankreich, die mittlerweile Kultstatus hat. The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. Der in Kalifornien lebende Romanautor verließ fast nie das Haus, aber er erfand außerordentliche Welten, versetzt mit Elementen aus Naturwissenschaft, Philosophie und Religion. Nach seinem Tod im Jahr 1982 sicherte ihm sein Nachlass aus 45 Romanen und 120 Kurzgeschichten einen Platz unter den ganz großen Schriftstellern wie Kafka, Orwell und Asimov. I may be talking about something that does not exist. Therefore I'm free to say everything or nothing. Wie eine seiner Romanfiguren überschreitet Philip K. Dick die Grenze zwischen Realität und Imagination, zwischen Gegenwart und Zukunft. In seinen Büchern entstehen wahre Visionen. Umweltkatastrophen, Kunstwelten, weltweite Überwachung, zerstörerische oder einfühlsame Roboter. Hollywood hat sein Lebenswerk aufgegriffen. Viele seiner Romane und Kurzgeschichten dienten als Vorlage zu so bekannten Filmen wie Blade Runner, Minority Report und Total Recall, die totale Erinnerung. Philip K. Dicks Geschichten handeln von uns, von unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Es ging mir wie vielen anderen. Nachdem ich eines seiner Bücher gelesen hatte, wurde ich Fan. Hatte man eines gelesen, musste man alle lesen. Also durchstöberte ich die Antiquariate in der Bay Area und fand mit einiger Mühe tatsächlich alle oder zumindest die meisten seiner Romane und Kurzgeschichtensammlungen. Ich las alle und schrieb dann ein Essay, in dem ich Filzschriften besprach. Eines Tages rief er mich völlig überraschend an. Er sagte, hi, hier ist Phil Dick. Und dass ihm mein Artikel sehr gefallen habe. Ich fragte, ob wir uns treffen könnten. So fuhr ich nach Santa Ana in Kalifornien und wir unterhielten uns über seine Bücher und sein Leben. Es war eine wundervolle Begegnung. I was never convinced that science fiction was of less value than high literature. In fact, in high school I was working on a science fiction story, which I still have. So I was in a curious position. I had read science fiction since I was 12 years old and was really addicted to reading it. I mean, I just loved it. And I also was reading what the Berkeley intellectual community was reading, which would be like Proust, for example, and Joyce. So I occupied two worlds right there, which normally did not intersect. Als Phil Dick schrieb, wurde Science-Fiction als Genre noch nicht wirklich gewürdigt. Phil bekam für einen Großteil seiner Erzählungen aus den 1950er und 60er Jahren bestenfalls 2 Cent pro Wort. Solche Geschichten wurden auf billiges, schnell vergilbendes Papier, sogenanntes Pulp-Paper, gedruckt, deshalb Pulp-Science-Fiction. Die Titelseite zierten meist glubschäugige Ungeheuer, die schöne, halbnackte Frauen bedrohten. Hier fand Phil ein Ventil für seine Gedanken, seine Gefühle über die Welt. I went from high school to a full-time job in a record store and radio shop. And working 6 days a week, I didn't get a chance to do much writing. I got married when I was 19, and I suddenly began to feel that science fiction was very important. I had a mysterious quality in the universe which could be dealt with in science fiction. I realize now that what I was sensing was a kind of a metaphysical world, you know, an invisible realm of things half seen, with supernatural powers. Im Plattenladen Tupper & Reed hatte in den frühen 50ern gearbeitet. Dann bekam er Panikattacken und Angstzustände und beschloss, seine Arbeit als Plattenverkäufer aufzugeben und sich fortan ganz der Schriftstellerei zu widmen. I mean, it's been a long road, but science fiction offered me a route by which I could publish
the kind of thing that I wanted to write. I was reading Martian Timeslip the other night. Now that is exactly what I wanted to write, the invasion of one person's world by another person's world. Phil begann, Unmengen von Science-Fiction-Stories zu schreiben. Er reichte sie immer wieder ein, aber sie wurden jedes Mal abgelehnt, bis er endlich eine verkaufen konnte. Soviel ich weiß, war Rook die erste Erzählung, die tatsächlich veröffentlicht wurde. Rook, my first story, is a perfect example of what I was trying to do, and that was Jung's idea, not mine. I was showing each person with a different world, and the contents of that world consisting to a large degree of material from his own mind, in which he did not recognize as his own mind coming back at him from outside. Now this is an idea that never left me. Now if you look at Philip Dick greift bestimmte Dinge immer wieder auf, variiert sie aber. Einmal fungiert ein sprechender Koffer als Psychiater, dann ein Automat, den man mit Münzen füttert, und manchmal muss man sich von einer Tür allerhand gefallen lassen. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Stattdessen ertönte eine Stimme. 5 Cent, bitte. Chip durchwühlte abermals seine Taschen. Keine einzige Münze mehr, nichts. Chip nahm ein rostfreies Messer von der Ablage neben dem Waschbecken und begann, das Schloss aus der geldverschlingenden Wohnungstür herauszuschrauben. Ich werde Sie verklagen, sagte die Stimme, als sich die erste Schraube löste. Ich bin noch nie von einer Tür verklagt worden, antwortete Chip, aber ich glaube, ich werde es überleben. Vieles in seinem Werk ist wirklich witzig. In Phil Dicks Romanen gibt es immer wieder geniale Wendungen, über die man sich kaputt lachen könnte. Ihm lag nie daran, besonders populär zu schreiben, einen Bestseller zu produzieren. Aber er hat immer wieder versucht, literarische Fiktion zu schreiben. In den 1950er Jahren hat er 11 literarische Romane geschrieben, die nicht veröffentlicht wurden. Niemand wagte sich an sie heran. When I purchased my first published story, somebody said to me, do you read that kind of stuff? And I said, madam, I not only read it, I write it. And people would say to me, well, why don't you write something serious? Why do you write science fiction? Write something serious. By that, they meant important. Nevertheless, I did as well as I could. I wrote the most profound, the most imaginative novel I could, and just floated it out into the world and hoped that eventually it would receive an audience. Phil schrieb um die 35 oder 40 Romane. 35 davon sind gut bis herausragend. 5 davon sind mies. Das ist doch ein sehr guter Schnitt. That's a pretty good ratio. Well, they're rioting. It's barbarism come back again. But they smash up that infernal gun, then honor is satisfied and you needn't go. They won't smash the gun. Das Deprimierende an billiger Science-Fiction ist, dass sie immer die Zukunft zeigt, entweder als Dystopie oder als Apokalypse oder als das, was auch immer gerade Neues passiert ist. Sie konzentriert sich aber immer nur auf wenige Personen, auf Big Brother und den Protagonisten, der gegen den Feind kämpft. Die normalen Leute und wie sich ihr Leben verändert hat, kommen darin nicht vor. Bei Philip K. Dick ist das anders. Er zeigt, wie sich das Leben der normalen Menschen verändern würde. Philip K. Dick didn't write horror. Philip K. Dick beschrieb nicht so sehr Horrorszenarios, sondern vielmehr das unheimliche Gefühl, dass alles, was wir für sicher halten, auf Sand gebaut ist. Phil Dick hatte keine Angst, seinen Ängsten auf den Grund zu gehen. Und er litt unter echten Ängsten. Er führte ein amerikanisches Mittelklasse-Leben. Aber wir alle wissen, dass das keine Garantie dagegen ist, das Gefühl zu haben, dass unter dem Bett ein Monster lauert oder sich ein Monster im Schrank versteckt hält.
Einige der berühmten Science-Fiction-Autoren wie Ray Bradbury, Stephen King, Isaac Asimov beschlich ebenfalls das Gefühl, es ist alles zu gut. Die Sorgen in meinem Kopf sind so mächtig wie eine einmarschierende Armee. Aber wie real ist das? Ich glaube, damit sind wir bei der zentralen Frage. Es würde auch mein Gefühl erklären, mit den Händen durch feste Materie dringen zu können, durch das Armaturenbrett meines Wagens, wie ich es getan habe. Dieses sehr unangenehme Gefühl, dass nichts um mich her stofflich ist, dass ich in einer Schattenwelt lebte. Ich habe immer gesagt, er schrieb wie Gold, lebte aber leider das genaue Gegenteil. Das ist jetzt nicht für jedermanns Ohren bestimmt, aber sein Leben war ein Kuddelmuddel. Er durchlebte eine Krise nach der anderen. Er hatte natürlich immer seine Bücher, um allem zu entkommen. Und das ist sicher ein Luxus für die meisten Menschen. Im Nachhinein kann ich sagen, dass er den amerikanischen Diagnostikkriterien eigentlich nicht entsprach, denn er hatte ein bisschen von allem. Es gab ganz sicher einen großen depressiven Anteil. Und dann die überaus kreative Seite. Wenn er nachts in seiner Wohnung saß und schrieb, hatte er seine Welt unter Kontrolle. Aber wenn er sich mit Alltäglichem befassen musste, mit dem Busfahren, in ein Restaurant gehen, das konnte er nicht. Er hatte ganz sicher agoraphobische Tendenzen. Er konnte einfach in seiner Wohnung bleiben, wenn man ihn in Ruhe ließ. Welcome to the jungle! Seine Wohnung war sein Zufluchtsort. Sie war seine Festung. Aus der wollte er nicht heraus. Er war jemand, der in seinen Gedanken lebte. Diesen Schutzmechanismus hat er im Laufe der Jahre aufgebaut, weil er die Welt draußen nicht wirklich verstand. Er zog sich aus der Gesellschaft zurück, beobachtete sie, war aber nicht Teil dieser Gesellschaft. Er hatte sehr zu kämpfen, und doch hat er damals viel geschrieben. Das Schreiben war ihm eine echte Stütze. Einer der Romane, die er sehr schnell geschrieben haben muss, war Die drei Stigmata des Palmer Eldritch, weil er den wieder in seinem Gartenhaus im abgelegenen Teil seines Gartens schrieb. Dort hat er nicht nur rasend schnell die Idee für die Storyline entwickelt, er hatte dort auch Erscheinungen. So sah er etwa eines Tages ein riesiges Auge am Himmel. Er kehrte um und flocht das in seinen Roman ein. Er ließ also buchstäblich seine Erlebnisse in seinen Roman einfließen. Das war Phils Art zu schreiben. Die Dinge flogen ihm einfach zu. Deshalb sind seine Geschichten auch so fesselnd. Man hat das Gefühl, alles während des Schreibprozesses mit ihm gemeinsam zu entdecken. Er lebte nahezu in seinen Romanen, ohne zu wissen, in welche Richtung er sie entwickeln würde. Deshalb sind einige seiner Romane wirklich sehr verwirrend. Anfang der 60er Jahre war Phil mit Anne Dick verheiratet. Anne hatte drei Töchter aus einer früheren Ehe. Und die kleinen Mädchen spielten mit Barbie-Puppen. Phil sah ihnen dabei zu. Und seine Beobachtungen inspirierten die Art und Weise, wie er die Menschen in seiner futuristischen Welt in Die drei Stigmata des Palmer Eldritch mit Puppen spielen ließ. You make me feel my
my Barbie doll is really real. Die Kolonisten auf dem Mars versetzen sich mit Drogen in eine virtuelle Realität, in der sie als Puppen leben. Sie entfliehen ihrem elenden Leben, indem sie mit Puppen spielen. Wir wissen, dass Phil reichlich Drogen nahm. Vor allem Amphetamine. Ich glaube, dass die Mischung aus den Drogen, seinen Medikamenten und dem Vitamin C, das er nahm, dazu beigetragen hat, seinen Geist zu öffnen, um die Welt hinter der Welt zu sehen. Ich habe bei ihm nie eine Hirnschädigung vermutet. Dafür habe ich einfach keine der üblichen Anzeichen erkannt. Für diese Welten brauchte Phil kein LSD. I was being paid so little per book that I had to turn out a very large number of books. I turned out, I think, I published 16 novels in 5 years at one point, and I had an extremely expensive wife, extremely expensive children, and I just wrote like mad, and the only way I could write that much was to take amphetamines, and these were prescribed for me. I mean, I did 60 finished pages a day. I finally stopped taking them. This is not something that I used to say in the 60s when drug taking was more popular, like I used to talk like I was really into acid, but the fact of the matter is I took acid 2 times. Phil was 43 and I was 18. Phil war 43 und ich war 18. Aber mir kam er vor wie ein Hündchen, das sich verlaufen hat. Und das war er in gewissem Sinn auch. Er war pleite, ganz auf sich gestellt, ohne wirklich enge Bindungen und hunderte Meilen von der Bay Area entfernt, wo er eigentlich sein ganzes Leben hatte verbringen wollen. Phil und ich hingen praktisch 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zusammen. Und schon bald auch mit einem Baby, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Ehrlich gesagt ist es wirklich schwierig, mit einem Mann zusammenzuleben, der nie das Haus verlässt. Da er als Schriftsteller ganz allein arbeitete, hatte er auch keinen Kontakt zu Arbeitskollegen. Er saß immer nur an der Schreibmaschine. Diese Frau ist nicht wirklich Nicole. Und was noch schlimmer ist, es gibt überhaupt keine Nicole. Nur die Fernsehbilder, die Illusionen dieses Mediums. Und dahinter, hinter ihr, herrscht eine ganze Gruppe. Irgendeine juristische Person. Doch woraus besteht diese Körperschaft? Und wie haben sie die Macht erlangt? Seit wann besitzen sie sie schon? Die Wirklichkeit hinter der Illusion. Die Geheimnisse, die man uns vorenthält. Können sie uns nicht den Rest berichten? Viel ist es nicht mehr. Und welchen Unterschied würde es noch machen? Man konnte mit ihm so wenig zusammenleben wie mit mir. Das machte uns wohl zum perfekten Paar. Frauen waren Phil wichtig. Er fühlte sich immer wieder zu ihnen hingezogen, aber er suchte sich immer sterbende Frauen, schwerkranke Frauen, Frauen mit Schwächen aus. Damit nahm er die klassische Retterrolle ein. Ein Rettungsschwimmer ist darauf trainiert, Ertrinkende zu retten, aber wenn sich ein Ertrinkender wehrt, weiß der Rettungsschwimmer auch, wie er ihm einen Kinnhaken verpasst, um ihn außer Gefecht zu setzen. Aber Phil wusste nicht, was zu tun ist, wenn man von dem Ertrinkenden mit unter Wasser gezogen wird. Ich will es neben eins von seinem Vater halten.
Mal sehen, ob ich ein gutes finde. Stellen Sie sich Edgar mit Bart vor und Sie haben Phil. He was had been a Marine in the 5th US Marines. And he came back, and then when I was a little kid, he used to show me his military equipment, including his gas mask. And his eyes would disappear and his face would disappear. And he would tell me about the Battle of the Marne, the horrors that he went through. He would tell me about men with their guts blown out, and he was telling a little 4-year-old child what it was like to fight in World War I. Aber in dem kurzen Moment verlor Ted Waltons Gesicht jede Vertrautheit. Etwas Fremdes und Kaltes schimmerte durch, eine zuckende, sich windende Masse. Die Augen verschwammen und traten zurück, als sich ein archaischer Glanz über sie legte. Der gewöhnliche Blick eines müden Ehemanns mittleren Alters war verschwunden. Phil und ich wollten beide Abstand zu unseren alten Freunden und zu unseren Familien gewinnen. Die Menschen, die uns nahestanden, waren einfach zu dysfunktional. Vor allem Phil hatte ein Problem mit seiner Mutter, das aus frühester Kindheit herrührte. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn für den Tod seiner Zwillingsschwester verantwortlich machte. Phil hatte sein Leben lang das Gefühl, nur halb auf der Welt zu sein. Ihm war, als sei ein Teil von ihm gestorben und als sei dieser Teil bereits beerdigt worden und liege im Grab. Interessant daran ist, dass er gewusst haben muss, dass es auf einem Hügel in Colorado ein Grab gab, das auf seinen Namen wartete. Denn auf dem Grabstein des Grabs, in dem Jane 1929 bestattet worden war, stand ihr Name und der freie Platz daneben wartete auf Phils Namen. Als Phil starb, wurde er dann auch im Grab seiner Schwester beigesetzt. It's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. Ihr kleines, herzförmiges Gesicht, die schwarzen, mit einem haarreif zurückgehaltenen Haare, der Harlequin-Effekt, den sie ihrem seltsamen Make-up verdankte, die Augen schwarz umrandet, der Lippenstift fast schon lila. Es ließ sie unwirklich und puppenhaft erscheinen. Irgendwo hinter der Maske, die sie aus ihrem Gesicht gemacht hatte, war sie verloren gegangen. Vor seinem geistigen Auge war sie das dunkelhaarige Mädchen. Sein ganzes Leben lang war Phil auf der Suche nach dem, was er das dunkelhaarige Mädchen nannte. Wenn man sich die Frauen in seinem Leben ansieht, fällt auf, dass sie einander alle vom Typ her sehr ähnlich sind. Sie gleichen dem Bild, das er sich von Jane gemacht hatte. Er suchte also sein Leben lang nach Jane. Er suchte nach seiner verlorenen Schwester, der Leere in seinem Leben. Und damit muss er sich instinktiv einsam gefühlt haben. In manchen seiner Romane heißt sie Rachel, in anderen Romanen hat sie andere Namen. Aber das Muster ist immer dasselbe, es ist immer dieselbe Frau. Meine Schwester bedeutet mir alles. Ich bin dazu verdammt, für immer von ihr getrennt und doch mit ihr zusammen zu sein. In nicht enden wollender Schwingung. Ich spüre sie in mir und oft außerhalb von mir. Aber ich habe sie verloren. She did appear. She was a total stranger. And she did inform me of this fact. That some of my fictional works were in a literal sense true. Ein paar Mal habe ich ihn nach Problemen in der Familie gefragt, nach seiner Kindheit, wie er aufgewachsen ist. Ein bisschen was hat er erzählt. Seine Mutter war Kommunistin, sie lebten in Berkeley. Aber wenn man an einen bestimmten Punkt kam, machte er völlig zu, als wollte er sagen, bis hierher und nicht weiter.
Er hatte also in einigen Bereichen sehr starke Barrieren aufgebaut. In anderen dagegen gar nicht. Da erzählte er sehr viel und steigerte sich richtig hinein. Es war wie mit einem Zauberwürfel, man stieß immer wieder auf neue Seiten. In Phils Erzählungen begegnen uns immer wieder diese Simulacra. Jemand entdeckt, dass er eine Maschine ist. Oder man weiß nicht, dass jemand eine Maschine ist. Im marsianischen Zeitsturz gibt es eine Sequenz, in der ein Mann mit seinem Personalchef spricht und plötzlich wird ihm bewusst, dass der Chef eine Maschine sein könnte, dass er beinahe die Zahnräder in Aktion sehen kann. Das beruht auf einem Vorfall in Phils Kindheit, als er plötzlich dachte, eine seiner Lehrerinnen sei ein Roboter. Rattling away in this high-pitched clackety-clack shrill voice, and suddenly I had the impression that she was not a human being, but a mechanical creature, and that all of a sudden her head would fall off and the spring would be visible. And once the idea got into my mind, I couldn't get rid of it. Who are you? Wer bist du? Was macht dein Wesen aus? Mindestens ein Dutzend der Romane von Philip K. Dick befassen sich mit der Frage, was sind die Grenzen des Individuums? Dieser Androide hat Haut aus Silikon und einen Mechanismus, mit dem sich sein Gesichtsausdruck verändern lässt. Wir haben auch eine sehr spezielle Software zur Steuerung seiner Lippenbewegungen entwickelt. Was macht uns zu Menschen? Die Fähigkeit, Empathie zu empfinden? In Träumen Androiden von elektrischen Schafen sind die Leute, die die Replikanten töten, in vielerlei Hinsicht weniger menschlich als die Replikanten, weil sie keine Empathie zeigen. And his androids. Seine Androiden hatten oft mehr Seele als die Menschen in seinen Romanen. Diese Androiden waren keine rein mechanischen Gebilde. In seinen Romanen waren die meisten organische Wesen, wie im Film Blade Runner, der auf Träumen Androiden von elektrischen Schafen basiert. In Blade Runner geht es keineswegs um Androiden. Es geht um uns. Und das ist so genial. Wenn wir uns von außen betrachten, sehen wir die Antworten auf unsere Fragen. Was glauben wir, wer wir sind? Wie pfiffig, wie liebenswert und wie brillant? Was ist der hässlichste Teil unseres Körpers? Das Gehirn. In unseren Köpfen, da sind wir menschlich. Im Herzen, okay. Im Bauch, okay. Im Geschlecht, okay. Aber im Geist sind wir meines Erachtens entweder außerordentlich dumm oder außerordentlich interessant. Der dreidimensional projizierte Hintergrund war vollkommen realistisch. Aber handelte es sich dabei denn um einen projizierten Hintergrund? Wie konnte er sicher sein? Großer Gott Grunberg, begreifen Sie, dass dies vielleicht nichts anderes als eine Ausstellung ist? Sie und jeder andere, vielleicht sind Sie nicht wirklich, nur Stücke einer Ausstellung. Die Produktionsfirma lud ihn nach Los Angeles ein. Sie zeigten ihm Teile der Aufnahmen und er war begeistert. Das ist fantastisch. Sie haben eine Dia-Show meines Gehirns fabriziert. So oder so ähnlich drückte er sich aus.
Ich frage mich, wie der Erfolg für ihn gewesen wäre. Kurz vor seinem Schlaganfall und dem Kinostart von Blade Runner sollte er an einem Abend mit Harrison Ford über poetische Gerechtigkeit sprechen, als sei er ein ganz normaler Schriftsteller, der nach Ruhm und Reichtum strebt. Aber das entsprach Phil nicht. Er schrieb aus den verschiedensten Gründen, um sein Leben im Gleichgewicht zu halten. Ich kann mir kaum vorstellen, wie er mit dem Ruhm umgegangen wäre, wenn er ihn noch erlebt hätte. Philip Dicks dystopische Weltsicht einer Gesellschaft, in der die Technologie nicht positiv und fröhlich ist, hat viele Filme inspiriert, die nach seinem Tod entstanden sind. Blade Runner, die offizielle filmische Adaption eines Romans von Phil Dick, hat viele andere Science-Fiction-Noir-Filme wie Terminator oder Matrix inspiriert, in denen die Technologie als eine dunkle Macht gesehen wird, gegen die sich die Menschen wehren müssen. Seit den 1980er Jahren sind viele Hollywood-Filme entstanden, die die dunklere Seite der Technologie porträtieren. Das ist eine ganz andere Sicht als die fröhliche, optimistische Darstellung zu der Zeit, als Phil Dick schrieb. Er war ein Dissident in einer Welt der Techno-Utopien. America's first attempt to launch a satellite, a 6.5-inch sphere weighing just over 3 pounds, was checked out by scientists and declared ready. A great wave of advanced publicity focused attention at Cape Canaveral, Florida, for the launching of Test Vehicle 3 of Project Vanguard. In der Populärliteratur und in beliebten Fernsehsendungen wurde der Triumph der Technologie gefeiert. Phil hatte damit nichts zu tun. Das war nicht seine Welt. Das automatische Abwehrsystem im Weltraum hatte einen Defekt. Es schickte seine Marschflugkörper in die falsche Richtung. Und niemand konnte dem Einhalt gebieten. Es war ein todbringender Krieg. Sicher. Doch hinter diesem Krieg steckte keine Absicht, sondern ein Fehler. Von den Kräften, die über ihnen tobten, ging keine Feindseligkeit aus. Sie wurden nicht von Rachegefühlen oder anderen Motiven geleitet. Sie waren leer, hohl, seelenlos. Hier war kein politisches Kalkül am Werk, sondern nur Versagen, Zufall, Zusammenbruch. Science Fiction war keine gute Bezeichnung. Spekulative Geschichte treffe es viel besser, denn wir machen uns immer wieder Gedanken darüber, wie die Weltgeschichte auch anders hätte verlaufen können. Wir projizieren den Lauf der Geschichte in die Zukunft. Es sind also eher Spekulationen über uns, unsere große Story und wie sie sich für uns als Menschen oder als Spezies oder als Individuen fortsetzt. Philip K. Dick war einer der Besten dieses Genres. Er erforschte immer Alternativen. Wie wäre es beispielsweise, wenn die Nazis und die Japaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Davon handelt sein berühmtes Buch Das Orakel vom Berge. Einer seiner berühmtesten Romane und zu Lebzeiten sicher der erfolgreichste war Das Orakel vom Berge. Heute sind wir alle an Alternativwelten und Alternativweltgeschichten gewöhnt, in denen etwas passiert und sich alles ändert und wir in einem anderen Universum leben. Als er das Buch schrieb, Anfang der 60er Jahre, gab es das noch viel seltener. Er schrieb von den frühen 50er bis in die frühen 80er Jahre. Das war die Epoche, in der Amerika seine Vormachtstellung ausbaute und zur unangefochtenen Supermacht wurde. Philip Dick presented the United States that was defeated. Genuinely defeated. Philip Dick zeigte die Vereinigten Staaten als besiegtes und besetztes Land. Dies war nicht eine der üblichen Besatzungsfantasien, in der sich eine Widerstandsbewegung gegen die bösen Besatzer auflehnt. So wie wir uns das gern vorstellen. Wenn die Nazis, die Kommunisten oder die Roboter an die Macht kämen, dann gäbe es immer noch jemanden, der gegen sie ankämpft. In Phil Dicks Welt gibt es keinen Widerstand.
Vielleicht wird die Goebbels-Regierung ja doch noch gestürzt, dachte er dann, als man ihn in die wartende Mercedes-Limousine drängte. Was würde das nützen? Selbst wenn Dr. Goebbels abgesetzt und die Operation Löwenzahn abgeblasen wird, die Schwarzhemden, die Partei, die Pläne werden weiter existieren. Wenn nicht im Orient, dann irgendwo anders. Auf dem Mars und auf der Venus. Wir können bloß hoffen und uns bemühen. Wir haben keine ideale Welt, wie wir sie uns wünschen, wo das Gutsein leicht fällt, weil das Gute so leicht zu erkennen ist. Wo man mühelos das Richtige tut, weil es offensichtlich ist. Er wollte zeigen, dass das, was die Nazis im Zweiten Weltkrieg getan hatten, kein Einzelfall war und überall, jederzeit geschehen konnte. Besonders in den Vereinigten Staaten, nachdem Präsident Kennedy ermordet worden war. Phil war ein sehr einfühlsamer Mensch. Anders als die meisten von uns reagierte er sehr stark, wenn etwas Schlimmes passierte. Er wusste um die Tragweite der Ermordung Kennedys, der Ermordung Sadats. Er wusste, dass Blut fließen würde. Anti-war demonstrators protest US involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies and demonstrations. Central Park is the starting point for the parade to the UN building. The estimated 125,000 Manhattan marchers include students, housewives, beatnik poets, doctors, businessmen, teachers, priests and nuns. Phil war sehr gegen die Einsätze in Korea und Vietnam. Sie wurden als Polizeieinsätze bezeichnet, weil es keine erklärten Kriege waren. Und doch waren es Kriege und sie waren die Hölle. Er unterzeichnete eine Petition im Ramparts Magazine, in der er gelobte, so lange keine Einkommenssteuer zu zahlen, bis unsere Truppen aus Vietnam abgezogen wären. So könnte er die Aufmerksamkeit gewisser Behörden auf sich gezogen haben, denen er ein Dorn im Auge war. Anybody like me who grew up and was part of the Berkeley counterculture became a marked man. During the Nixon administration, it is impossible to tell how much of our fears were justified. In Parolen und organisierten Parteien und Überzeugungen und im Sterben nicht alles zu sehen, kann eine Überzeugung sein, für die es sich zu sterben lohnt. Ich dachte, ich hätte keine Überzeugung. Jetzt sehe ich, dass ich eine sehr starke Überzeugung habe. Phil Dick war kein Aktivist, der auf der Straße demonstriert hätte. Er war sich der Ungerechtigkeiten Amerikas sehr bewusst. Er tat, was er konnte als Schriftsteller. Er schrieb. Ganz allein in seinem Zimmerchen. Dort tippte er seine Romane, seine Erzählungen. Die Polizei hat mir einmal gesagt, dass ich ein Crusader war. Und sie hatten keine Nutzung für Crusader. Aber unfortunately, they didn't tell me what I was crusading for. I was afraid to ask what it was I was a crusader for. And they told me that if I did not get out of the county, I would be shot in the back or worse some night. And I merely took their advice. I left the United States and went to Canada for a while. But I never found out what I was crusading for. Ich glaube nicht, dass er paranoid war, aber er war überaus misstrauisch. Er traute dem Staat nicht. Die Polizei hatte bei ihm eine Razzia durchgeführt, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Schwarzen Panthern in Oakland. Und er stand der extremen Linken in der Antikriegsbewegung nahe. Er hatte also ein paar sehr konkrete Gründe, mit der Staatsgewalt nicht auf gutem Fuß zu stehen. Phil und ich hatten eine Zeit lang ein Poster aufgehängt, auf dem stand, nur weil ich paranoid bin, heißt das noch lange nicht, dass ihr nicht hinter mir her seid. Da ist was Wahres dran. Man braucht nur seine Romane zu lesen. Es geht immer wieder um jemanden, der in der Falle sitzt und verschiedensten Machenschaften ausgeliefert ist, über die er keine Kontrolle hat. My house was broken into, my files were blown open, my papers were stolen. I've seen my CIA file, I've seen my FBI file. Aber ich habe einen Trumpf im Ärmel. Wenn ich die Holokameras im Haus überprüfe, werde ich bald ziemlich genau wissen, was alle, die dort leben, tun und wann sie es tun.
und möglicherweise sogar, warum sie es tun. Mich selbst eingeschlossen. Ich werde alle Zimmer 24 Stunden lang überwachen. Make sure they don't have a closed circuit TV surveillance system. You'll find cameras are usually located over each entrance. You'll find them in other areas too, like where expensive articles are on display. Phil schien uns mit seinen Geschichten warnen zu wollen. Davor, wie uns der Staat immer mehr überwacht und steuert. Wie wir die ganze Zeit unter Beobachtung stehen. Die Frage ist, wusste Phil, dass er uns warnte, oder war er eine Art Medium? Scanner Darkly, a narcotics agent winds up reporting on himself, turning over information on himself to his higher-ups. Phil Dick beschrieb eine Welt, in der uns alle Autoritätspersonen immerzu belügen. Das wird in seinen Werken immer wieder deutlich. Er hat wohl versucht, uns zu warnen. Da saß er in seinem Zimmerchen, tippte vor sich hin und warnte uns. Er sieht unsere Zukunft voraus wie eine Gegenbotschaft und sagt uns, Leute, tut das nicht. Würde Phil Dick heute noch leben und schreiben, er wäre wohl entsetzt, wie viele seiner dunklen Zukunftsvisionen wahr geworden sind. Die Überwachungsgesellschaft, der ökologische Kollaps. In 10 Jahren nach dem Blitz beschreibt er eine Welt, in der sich die Menschheit unter der Erde versteckt, wegen eines vermeintlichen Atomkriegs. Die Menschen müssen unterirdisch leben und Roboter als Soldaten für einen Krieg an der Oberfläche bauen. Dieser endete aber schon nach einem kurzen Gefecht. In Wahrheit sind die Roboter als Diener für die überirdisch in großen Domänen lebende Elite bestimmt. Denn die Welt ist gar nicht verstrahlt. Es ist eine Lüge. Die große Lüge ist, ein Atomkrieg sei ausgebrochen und die Erdoberfläche gleiche einem Aschehaufen, sodass sich alle unter die Erde flüchten und dort leben müssen. Heute haben wir die große Lüge des Irakkriegs und all die anderen Lügen, die uns unsere Regierungen auftischen. Eines Tages, dachte er, wird es so heiß sein, dass nichts diese Bude vor dem Schmelzen retten kann. Er erinnerte sich an den Tag Anno 04, als seine LP-Sammlung wegen eines vorübergehenden Ausfalls des Kühlsystems zu einem Klumpen zusammengeschmolzen war. Nun besaß er Eisenoxidbänder, die schmolzen nicht. Damals waren sämtliche Sittiche und venusische Mingvögel im Haus tot von der Stange gefallen. Sie und ich, wir würden aufwachen und uns sagen, meine Güte, war das ein verrückter Traum. Oder das war ja ein Albtraum. Ich bin mir nicht sicher, ob Phil Träume und Traumzustände immer von Nichtträumen trennen konnte. Und das würde unser eins wahrscheinlich zu Tode ängstigen, nicht zu wissen, ob man träumt oder nicht. Positive for Howard Marks. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was to take place today, April 22nd, at 0800 hours, 4 minutes. No, I didn't do anything. Sarah! Give the man his hat. Oh, God. In Minority Report findet der Staat 3 präkognitive Mutanten, die Visionen von Gewalttaten wahrnehmen, die in der Zukunft stattfinden. Sie können sagen, der und der wird dies und jenes Verbrechen verüben. Und schon rückt die Polizei aus und verhindert das Verbrechen, ehe es stattfinden kann.
Kann Predictive Policing im wirklichen Leben so präzise werden, wie Philip Dick das dargestellt hat? Es gibt ein Programm namens PredPol, kurz für Predictive Policing, mit dem die Polizei in Großstädten, die Stadtviertel und das Verkehrsaufkommen nach möglichen Anhaltspunkten für bevorstehende Straftaten analysiert. Das hat sich in vielen Städten gut bewährt. Die sozialen Bedingungen in bestimmten Gebieten und weitere Faktoren deuten zum Beispiel darauf hin, dass die Polizeipräsenz dort zu bestimmten Zeiten verstärkt werden sollte. Das hat sich als recht erfolgreich erwiesen. Seit ich in den letzten 12 Wochen Predictive Policing eingesetzt habe, sind die Eigentumsdelikte in meinem Bereich kontinuierlich zurückgegangen. Das zeigt mir, dass Predictive Policing tatsächlich wirkungsvoll ist. Dabei fokussiert es lediglich die Einsatzbereitschaft all unserer Polizeibeamten hier in der Division Pacific auf bestimmte Gebiete. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Art von Technologie die Zukunft gehört. Mein Gott, mein Leben, das heißt meine 274-374 Erfahrung, entspricht genau der Handlung von 10 meiner Romane oder Erzählungen. Bis zu den gefälschten Erinnerungen und Identitäten. Ich bin Protagonist eines von Philip K. Dicks Büchern. Nicht schlecht. Eine Mischung aus Hochstapler, Grenzen und Irrgarten. Wenn nicht sogar auch Jübig. Wallace warnte uns durch Phil, indem es Phil als Medium nutzte, vor den Konsequenzen unseres Tuns. Das ist ein interessanter Aspekt, der ihn zum Propheten machen würde. Genauer gesagt, zu einem Propheten, der Informationen von woanders her bezieht, um die Menschheit davor zu warnen, so weiterzumachen wie bisher. Das Letzte, was er mir erzählte, war etwas über eine Psychoneutronenkanone, die die Welt retten würde und dass ihn Wissenschaftler nach Amsterdam eingeladen hätten. Er klang wirklich überzeugend und ich dachte, ich wette, in seiner Tasche finde ich ein Flugticket nach Amsterdam für nächste Woche. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. Phil war fasziniert von der Vorstellung einer orthogonalen Zeit. Mit anderen Worten, einer Zeit, die im rechten Winkel zu unserer verläuft. Wir sind auf einer Zeitachse und die orthogonale Zeit verläuft senkrecht zu unserer. Und irgendwann schneiden sie sich. Sie überlappen sich nur für einen Moment. Anscheinend hat er sowas in der Art erlebt. Einen Kontakt mit Leuten auf einer anderen Zeitachse. Sie behaupteten, aus unserer Zukunft zu kommen, um etwas in Ordnung zu bringen, das in ihrer Vergangenheit geschehen war. Vielleicht hatte er echte hellseherische Kräfte, so dass er durch diese Realität hindurch in eine andere Realität blicken konnte. Und weil er diese andere Realität sehen konnte, wurde er vielleicht tatsächlich ein klein wenig verrückt. Aber wenn wir die Welt wahrnehmen würden, die er wahrnahm, würden wir wohl auch verrückt werden. Manchmal fragte ich mich, ob er eine neue Geschichte an mir testen wollte oder ob er wirklich verrückt war. Da war ich mir nie ganz sicher. Er hat mich immer auf Trab gehalten. At that time I had no idea what I was seeing. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors. It moved fast.
It collected and then dispersed. Phil became convinced. Phil war allmählich davon überzeugt, dass sich die Stimme in seinem Kopf, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hatte, später umfassender manifestieren würde. Und zwar als die 2-3-74-Erfahrungen, wie er sie bezeichnete. Er nannte das Wallace, nannte es künstliche Intelligenz, nannte es Sophia. Er hatte viele Bezeichnungen dafür. In 74, there came upon me at the trough of my life, at the point where I saw nothing but inexplicable suffering, there came to me the beatific vision, which calmed all my sense of horror at the world. The divine power that I perceived as master of this world was either cruel, wanton, blind, insensible, destructive or evil. Yeah, I think I got the call. Ich glaube, sein Anruf erreichte mich am Abend so zwischen 7 und 8 Uhr. 7-8 o'clock at night. And he said he was being interviewed. Er sagte, er werde interviewt und seine Sehkraft ließe nach. Und sein Interviewpartner sage, sie wollen die Wahrheit nicht sehen oder sie wollen nicht sehen, worum auch immer es gerade ging. Und ich sagte, Phil, was Sie jetzt sehen wollen, ist die Notaufnahme. Und zwar schnell. Hier hilft kein Intellektualisieren, sondern ganz reales Handeln. Und er versprach mir hinzugehen. Tessa wurde Zeugin einiger außergewöhnlicher Erfahrungen, die Phil machte. Sie war dabei, als das Radio anging, obwohl der Stecker gezogen war. Natürlich könnte sie ebenfalls Halluzinationen gehabt haben. Aber wenn beide halluzinierten, hätten wir ja eine echte Folie à deux. Das war irgendwie der Beweis, der mich endgültig davon überzeugte, dass all das wirklich geschah. Ich bin die Unendlichkeit der Leere. Und du kennst mich, wie ich bin. Glaubst du, was du gesehen hast? Akzeptierst du, dass wo das Unendliche ist, ich bin, und wo ich bin, das Unendliche ist? Ich sagte ja. Gott sagte, und deine Theorien sind unendlich. Also bin ich da. Einer der sonderbarsten Beweise dafür, dass Phil Dinge vorhersehen konnte, findet sich in einem Brief, den er... am 9. Mai 1974 geschrieben hat. In einer Fußnote schreibt er Folgendes. Ich war letzte Nacht bis 5 Uhr morgens auf. Ich tat etwas, was ich noch nie zuvor getan hatte. Ich forderte die Wesenheit auf, sich mir zu zeigen. Ein traumähnlicher Zustand erfasste mich. Dann sah ich in hypnagogen Bildern eine einzige furchterregende Szene. Unbeweglich, aber nicht eingefroren. Ein Mann lag mit dem Gesicht nach unten, tot in einem Wohnzimmer zwischen Couchtisch und Couch. Und so fand man ihn an dem Tag, als ihn die Sanitäter ins Krankenhaus brachten, wo er dann starb. Ich kann das nicht anders erklären, als zu sagen, dass er sich an die Zukunft erinnerte. Ich habe nicht oft Besuche im Krankenhaus gemacht, aber als ich erfuhr, dass er einen Schlaganfall hatte, bin ich zu ihm gefahren. Ich wusste eigentlich nicht, was ich dort tun konnte, aber ich hatte das Gefühl, ich sollte zu ihm fahren. Es war schmerzlich. Es war wie einen gefallenen Giganten zu sehen. Und da lag er dann, an alle möglichen Schläuche und Kabel angeschlossen und von piependen Geräten umgeben. Ich dachte, das sind doch nicht Sie, Phil. Wo ist der richtige Phil? Am meisten beschäftigt mich, dass er nicht sprechen konnte, mir aber etwas sagen wollte. Ich brachte ihm also einen Kugelschreiber und einen Block, aber sein rechter Arm war in einer Schiene. Deshalb habe ich keine Ahnung, was er mir sagen wollte. Aber er wollte es unbedingt sagen. Es ist doch so. Denken Sie daran, dass wir alle nur aus Staub gemacht sind. Das verspricht zugegebenermaßen wenig Aussicht auf Erfolg. Aber selbst wenn man bedenkt, dass zu Anfang einiges schiefgelaufen ist, halten wir uns eigentlich recht gut.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es trotz der miserablen Situation, in der wir uns momentan befinden, schaffen können.